oder. Weiß nicht, gibt's noch. Da, Sacred Heart. Sacred Heart jetzt noch durch den Holy Raum. Das wäre wirklich. Da wäre, glaube ich, RIP. Da wäre direkt der Boss RIP. So, wir gehen mal direkt zum Boss auch. Zack. So, was haben wir hier? Oh, die Carrion Queen, die ist relativ strong sogar. Aber wir haben es geschafft. So, das Item werden wir erstmal noch nicht mitnehmen. Ach, das ist ja die Mutter. Scheiße! Ah! Wie dumm bin ich denn? Bin ich total bekloppt? Oh Gott! Was mache ich jetzt? Kann man hier noch aufspringen? Nein, kann man natürlich nicht. Oh Gott, bin ich dumm! Warum habe ich denn da nicht drauf geachtet? Oh Scheiße! Oh, Kacke! Das ist übel Scheiße! Kann ich hier noch rauskommen irgendwie? Oh, das ist richtig scheiße, Leute. Ah, oh, fuck. Jetzt muss ich echt da weitergehen, ey. Oh, dieser Run. So kurz. Ah, oh, es kotzt mich gerade richtig an. Könnt es euch nicht vorstellen. Vor allem, weil ich jetzt einfach die Challenge nicht ordentlich machen kann, weil bestimmt da war da irgendwo noch ein Sündraum. Wobei, ne, wir haben ja den Kompass. So ein Raum wäre auf jeden Fall angezeigt worden. Ach, das ärgert mich so hart, ey. Gut. Kann man leider nichts machen. Richtig scheiße. Aber wir versuchen es trotzdem in die Kiste zu schaffen. Das Gute am Polyphemus ist, wenn man mehr Schaden hat, als der Gegner aushält, fliegt der Schuss durch den Gegner durch. Bad Gas. Von jetzt haben wir halt auch dadurch noch das. Oh Gott, ey. Knowledge about the game is not here. So. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht getroffen. Wir haben ja immer noch unser Book. Jawohl, endlich ein Holy Raum. So, jetzt bin ich gespannt. Der Gral, was kann der denn nochmal? Der Gral. Helf ab. Und wir können fliegen. Alter. Wie creepy sieht das denn aus? Okay, wir werden uns jetzt trotzdem nochmal die anderen Räume auch alle angucken. Denn wir kriegen ja hier nur ein halbes Herzschaden. Das ist dann doch wirklich schon okay. Das heißt, gucken wir uns hier auch nochmal alles an. Da wird der Run wenigstens nicht ganz so kurz. Es tut mir auch echt leid, ich weiß nicht. Manchmal gucke ich halt echt nicht darauf, welcher Boss als nächstes ist. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist übelst Kacke. Weil es ist echt schöne, war auch noch eine schöne Ebene. Aber ja, manchmal achte ich halt nicht darauf. Das ist halt echt räudig. Die zum Beispiel ziehen einem normalerweise auch ein Herz ab. Uns nicht. Uns machen sie nur ein halbes Herz Schaden. Oh Gott. Es sah gerade kurz so aus, als wäre ich getroffen worden.
So, dann mal hier. Alter, wie viel Damage wir haben, ey. Das ist unglaublich. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Okay, gut. Alle Räume erforscht. Der schicke Raum. Oh Gott, was war das denn, ey? Da war der Perik wieder zu gierig und zu schnell. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir noch irgendwas Tolles bekommen können. Ich glaube, das ist echt der glücklichste Run, den wir je hatten. Oh ja, Leute. Das ist der glücklichste Run, den wir je hatten. Vor allem, weil wir, oh Gott, ey, wir haben, sind einfach echt permanent unbesiegbar. Das ist echt so, weil wir einfach, wir brauchen das Buch eigentlich gar nicht. Wir können uns jetzt hier ein halbes Herz Schaden machen, damit das Herz weg ist. Ach, geht gar nicht. Okay. Flupp. Her damit! So. Wir brauchen jetzt Book of Shadows nämlich gar nicht. Denn wir haben ja dadurch, dass, wenn wir nur blaue Herzen haben, haben wir immer den Effekt. Und dadurch, dass wir in der nächsten Ebene definitiv ein rotes Herz bekommen, weil wir ja einen halben Container haben, nehmen wir lieber das mit. Dann haben wir permanent blaue Herzen. Also der Run ist eigentlich schon gelaufen. Wir können jetzt eigentlich in die Gegner reinrennen, wie wir wollen. Wir können nicht mehr sterben. Das ist doch auch mal was Schönes, oder? Wenn man einfach nicht stirbt. Aber wir werden trotzdem alles erkunden. Keine Sorge, Leute. Denn so ein schöner Run, der muss auch mal ausgekostet werden. Vor allem, dass wir hier halt echt nur... ein Herz Schaden bekommen. Nein, ein halbes Herz meine ich, Entschuldigung. Monster Manual ist ziemlich cool. Kriegen wir zum Beispiel manchmal so lustige Begleiter. Mit Monster Manual und unserem Item können wir, glaube ich, echt tausende Begleiter beschwören. Weil... die uns einfach permanent, also das werden wir mal beim Boss machen, bei Mutti oder bei Isaac. Beim blauen Baby werden wir das mal machen. Werden wir uns mal tausende Begleiter machen. Mal gucken. Mal gucken, wo der Run hier noch hinführt. Luck up. Wir bräuchten eigentlich ein paar Schlüssel. Guardian Angel. Man kriegt halt echt tausende Begleiter mit dem Ding. Das ist der Wahnsinn. So, wo waren wir denn jetzt noch nicht? So, hier. iPhone Pilz. Zack, Arcade, zack, zack,
Zack. Friends till the end. Brauchen wir eigentlich ein paar Schlüssel. Gib mir doch mal einen Schlüssel. Oh, da gewinnen wir bestimmt jetzt wieder, wie immer. Oder auch nicht. Ich glaube, Luck up bringt gar nichts bei diesen Automaten. So, wir haben uns mal ein paar Münzen gemacht. Ist doch mal was Schönes, oder? Jetzt brauchen wir nur noch Schlüssel. Meine Güte. Irgendwie wird das nichts mit den Schlüsseln. Aber immerhin ein blaues Herz. Irgendwie auch nicht mehr bei den normalen Automaten. Nice, der Dollar. Oh! Gibst du mir noch eins? Gib mir noch mal einen Schlüssel. Ich mach noch einmal so lange, bis der Schlüssel angezeigt wird. Da. Ich glaube hier. Na. Und weggesprengt. Schade. So, dann gehen wir mal weiter. Das heißt, da haben wir alles aufgedeckt, da hatten wir auch alles. Das heißt, wir können jetzt zum Boss gehen. Oder waren wir hier schon? Ah, hier waren wir auch noch nicht. Okay. Ah, ein Schlüssel. Na, guck mal. Haben wir hier unten schon? Ja, ne? Hier? Ach, hier, warte mal, hier waren wir doch schon. Genau, ich glaube, hier ist der Boss, ne? Ne, stimmt gar nicht. Wir müssen auch da bei dem Automaten lang. Irgendwas Tolles? Give up. Das ist ja nett. So, dann würde ich sagen, ich lebe's. Erscheine und sterbe. Stirb, du kleiner Knecht. Wir machen uns einen Begleiter. Das Robo-Baby. Ja, voll korrekt. Voll korrekt, das Robo-Baby. Damage of Doom haben wir. Kaputt. Alter, immer dieser Curse of Darkness. Ist das denn der Wahrheit? Was haben wir hier? Münzen. Das ist genau das, was wir brauchen. Ihr wisst Bescheid, Leute. Zack. Nee, die Schlüssel wollen wir uns aufheben.
Einen brauchen wir noch. Dann können wir zur Kiste. Oh, die Diamonds? Ja, die brauchen wir. Hör mit. Hey. Na, da ist er. Der Schlüssel. So, dann gehen wir mal weiter zurück. Gehen wir mal hier lang. So, unser Schaden ist ziemlich hoch. Sagen die Fliegen treffen mich trotzdem immer noch. Das ist echt freudig. Bei dem Itembild hier, den wir haben, ist zum Beispiel auch Dings ziemlich gut. The Poison, also der Virus. Erstmal werden wir ziemlich oft getroffen und wenn wir unbesiegbar sind, ist halt das Gute, dass wir immer, na wie heißt das, immer in den Gegner reinrennen können und ihn dann schädigen können mit. Das ist ähnlich wie mit dem Messer. Das funktioniert mit dem Messer auch sehr gut, weil wir dann die ganze Zeit wirklich im Gegner drin stehen können. So, dann gehen wir mal zum Boss, dem alten Knecht, zu Isaac, der kleinen Ratte. Begleiter auf Doom, Sister Maggie. Wie gesagt, beim anderen Isaac werden wir das so machen.